Hallo und herzlich willkommen hier eine neue Folge Blind Tech bei Chico. Mein Name ist Jesse und heute habe ich eine neue Filmrezension für euch. Und zwar heute The Danish Girl. Originaltitel The Danish Girl. Kategorie British LGBTQ Filme, Historienfilme. Altersfreigabe geeignet ab 6 Jahren. Verfügbarkeit auf Netflix, leider nur mit englischer Audiodescription. Deutsch ist aber über die Greta-App möglich, also die deutsche Audio-Description. Mehr dazu gibt's nach dem Intro. Beschreibung: Ein dänisches Künstlerpaar erforscht in diesem Drama, das vom Leben der Transpionierin Lilly Elbe inspiriert wurde, in den 1920er Jahren die bedingungslose Liebe. Die Künstlerin Gerda Wegener bittet ihren Ehemann Einar, sich als weibliches Model für ein Gemälde auszugeben. Die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als diese Handlung Einar dazu veranlasst, seine unterdrückte Identifikation neu zu entfachen. 1931 unterzieht sich Einar in Dresden einer Operation. Auf Tatsache beruhende Drama und bewegende Liebesgeschichte. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne verkörpert die Hauptfigur mit all ihren schillernden Facetten. Kopenhagen. In den 1920er Jahren. Der Maler Einar Wegener ist als Künstler erfolgreich und lebt mit seiner Frau Gerda, ebenfalls Malerin, in einer glücklichen Beziehung. Als Gerda Einar in Frauenkleidern malt, verändert sich das Leben des Paares für immer. Einar erkennt, dass er als Frau leben möchte. Gerdas Stern am Künstlerhimmel steigt. Sie kann die Porträts erfolgreich verkaufen. Es gibt kein Zurück mehr, als Einar beginnt, sich in Frauenkleidern unter die Menschen zu mischen und als Lilly eine zweite Identität als Frau aufbaut. Den Namen Lilly hat eine Freundin des Paares, Ulla, spontan gegeben. Gerda liebt ihren Mann und will ihn unterstützen. Gleichzeitig führt sein Wunsch, die Rolle des männlichen Ehepartners nicht mehr ausfüllen zu wollen, zu einer Entfremdung des Paares. Gerda vermisst ihren Mann und weiß, dass sie ihn nicht zurückgewinnen wird. Sie findet Trost bei Einars Jugendfreund Hans. Doch Hans kann Gerda Einar nicht ersetzen. Trotz allem begleitet Gerda Einar schließlich nach Dresden. Dort führt der Arzt Warnegroß für die damalige Zeit revolutionäre Geschlechtsumwandlung operativ durch. Aus Dank für die Möglichkeit, sein wahres Ich zu leben, die ihm Dresden bietet, nennt sich Einar Lilly Elbe. Doch Einars Glück währt nur kurze Zeit. Es erfordert mehr als eine OP, von einem Mann zu einer Frau zu werden. Und die Operationen sind lebensgefährlich. Dieser Film ist anspruchsvoll vertraut. Beschreibung und Inhaltsangaben stammen aus Netflix und der ZDF Mediathek. Bewertung: Gesamt 4 Sterne, Geschichte 5 Sterne, Action 2 Sterne, Spannung 3 Sterne, Humor 2 Sterne. Gott hat mich zu einer Frau gemacht, aber der Arzt hat den Fehler korrigiert, den die Natur gemacht hat. Das ist sicherlich der denkwürdigste Satz des Films The Danish Girl. Dieser Film spielt Ende der 1920er Jahre und beschreibt das Leben des Künstlers Einar Wegener, später Lilly Elbe, der mit Hilfe seiner leidenden Frau und Künstlerkollegin Gerda seinen Wunsch, Frau zu werden, in den Griff bekommt. In einer Zeit, in der Intoleranz an der Tagesordnung liegen und es ein Glücksspiel ist, wenn man sich bereit erklärt, eine der ersten Operationen zur Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Dieser Film ist fesselnd, nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass es auf einer wahren Geschichte beruht. Ich habe mir diesen Film bereits mehrfach angeschaut. Man muss ja bedenken, das Ganze ist 20 Jahre her. Und das Thema ist irgendwie immer noch zeitgemäß, beziehungsweise so zeitgemäß wie noch nie. Menschen wie Lilly Elbe sind die
Wegbereiter der heutigen LGBTQ+-Community. Und nicht nur Transgender-Persönlichkeiten haben diesen Pionieren verdammt viel zu verdanken. Diese mitreißende, sehr interessante Geschichte macht deutlich, welche inneren und äußeren Kämpfe das Leben von Menschen bestimmt, die in der falschen Haut geboren wurden und die einfach nur so leben wollen, wie sie sind und wer sie sind. Diese Kämpfe bestreiten, ich glaube, so ziemlich alle in der LGBTQ-Community, manche mehr, manche weniger, aber alle bestreiten derart innere Kämpfe, weil man ja in Anführungsstrichen dann doch anders ist und ja, mit Intoleranz und so weiter schon viel zu kämpfen hat. Ja, ich habe mich durch diesen Film und auch die Inszenierung in dieser Zeit zurückversetzt gefühlt und man ist zusammen mit Lilly wirklich innerlich am Kämpfen und ja, zu meinem Fazit, dieses bewegende und zugleich fesselnde Drama über die Transgender-Pionierin ist hervorragend inszeniert. Dieser Geschichte über einen wahren Begebenheit schafft es bis zum bitteren Ende, den Zuschauer in Atem zu halten und überzeugt auch durch die ganze Atmosphäre und nicht zuletzt durch ihre Besetzung. Dies ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, gerade weil es sich um eine wahre Begebenheit handelt und zeigt, wie stark Lilly Elbe war, genauso stark wie alle Transgender-Menschen sein müssen und sind und welche Kämpfe diese Menschen durchstehen müssen, egal ob mit sich selbst oder mit der Familie, Freundeskreis oder auch der Umwelt im Allgemeinen. Der Umgebung. Ich habe den allergrößten Respekt vor jedem Menschen, der diesen oder einen vergleichbaren Kampf auf sich nimmt oder nehmen muss, zu sein, wer oder was jeder Einzelne ist. Also eigentlich ist es schade, dass man darum kämpfen muss, dass man sein darf und kann, wer man tatsächlich ist oder wie man sich auch fühlt. Am Ende des Tages ist es wichtig, ist es nicht wichtig, was andere von einem halten, denken oder ob man gemocht wird, weil man ist, wie oder was andere von einem erwarten. Nein, es ist wichtig, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt und sich selbst lieben kann und dann mögen einen auch die anderen und die, die Probleme damit haben und überhaupt nicht mit klarkommen, denen könnt ihr so und anders auch nicht recht machen. Kurz gesagt, kämpft dafür, dass ihr leben könnt, wie ihr seid und wer ihr seid und es lohnt sich, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit, auch glücklich zu werden, wenn ihr euch selbst liebt und euch in eurer Haut wohlfühlt. So, das war jetzt ein bisschen durcheinander zum Schluss, aber dennoch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.